Herr Dr. Ehrmann, ich grüße Sie. Hallo. So, wir sind jetzt hier bei Ihnen, bei OI Blocks. Ich habe heute schon sehr, sehr große Firmen in der Spielzeugbranche gesehen, große Namen. Ja. So ein Start-up-Unternehmen wie Ihres eins ist, wie kann sich das da in dieser Welt behaupten? Ja, ich denke mal, es ist durch Innovation, ja, neue Ideen. Bei uns zum Beispiel, eine unserer Leitideen ist es die Nachhaltigkeit. Wir legen da sehr viel Wert drauf, dass Open Play, wie man so schön sagt, kreatives Spielen, die Kreativität unserer Jugend, unserer Kinder zu fördern und dann eben auch die Qualität. Wir versuchen hier sehr hochqualitatives Produkte, Spielzeug herzustellen. Das hier ist ein Steckspielzeug. Mhm. Es erfordert eine sehr präzise Produktion, Konstruktion, um dass dann wirklich Spielfreude aufkommt am Ende. Sie sind ein kleines schweizerisches Unternehmen, Sie kommen ja aus der Schweiz, ja, und sind jetzt das erste Mal auf der Spielwarenmesse, ja, hier in Nürnberg, weil Sie auch auf den deutschen Markt wollen. Genau, deutschen bzw. sogar einen europäischen, ja, Markt. Also wir sind jetzt seit einem guten Jahr auf dem Schweizer Markt, mhm, unterwegs und haben verkaufen dort und haben jetzt eben diese große Messe hier genutzt, um einfach gucken, was im europäischen Markt, was da von Potenzial ist, wie das Interesse ist und ob, um festzustellen, ja, wie groß kann so ein Unternehmen werden. Sie sprachen eben die Nachhaltigkeit an, also, ja, einer der drei Pfeiler Ihrer Firma. Ja. Das heißt, es ist Holzspielzeug. Das heißt Holz, ja. Natur. Natur pur. An welchen Eltern wendet sich das? Also, das ist schon mal ein guter Punkt, es wendet sich an die Eltern. Sie werden wenig ein Kind sehen, das in den Laden kommt und schreit, Papa, Papa, ich will hier das Holzspielzeug in dem grauen Recyclingkarton haben. Da ist zwar ein schönes Bild drauf, aber es wendet sich an die Eltern, die, sag ich mal, wirklich viel auf die Umwelt Wert legen, die darauf Wert legen, dass sie ein Spielzeug kaufen, das lange hält, dass, ja, man vielleicht auch die nächste Generation noch geben kann und die einfach sagen, wir wollen aufhören, mit dem Ganzen uns mit Plastik zu überhäufen. Mhm. Welches Holz benutzen Sie da? Wir benutzen Schweizer Buchenholz. Mhm. Das Holz wird von unseren Zulieferern schon vorgefertigt. Den Endzustand, die Löcher zu bohren, die Färbung, das machen wir selbst. Die Blöcke sind gefärbt und zwar nicht mit Lachs, sondern mit Öl. Der Vorteil ist, dass man eben das Holz da schön spürt, wirklich das Haptische. Ja. Und zum anderen, auch wenn es mal runterfällt, Sie kennen das vielleicht, wenn man Holzspielzeug als Lack hat, der Lack platzt dann teilweise ab und dann geht die Farbe weg. Bei uns ist das nicht der Fall. Das ist wirklich naturpur. Für welche Altersklasse ist das Spielzeug gemacht? Es ist ab 4 Jahren. Ja. Wir haben das getestet und geguckt, unter 4 Jahren. Man braucht eine gewisse Fingerfertigkeit, um das zu zerlegen, um das zusammenzubauen. Und das ist ab 4 Jahren ist es empfohlen. Es gibt Eltern, die wollen das schon früher kaufen. Mhm. Gut, aber wir sind da ein bisschen konservativ. Ist das dann sehr teuer, also wenn ich mir dann so Spielzeug kaufe? Weil das ist ja auch oft für Eltern eine Preisfrage. Ich rede immer gerne über den Wert, den, ja, man dadurch gewinnt. Es ist natürlich, wenn Sie jetzt so ein Fahrzeug, mhm, haben oder dieses Flugzeug, mhm, sagen wir mal dieses Flugzeug, und das im Plastik, ein Plastikflugzeug kaufen, da ist dann schon mal schnell ein Faktor 2, 3, 4 oder sogar 5 drin. Mhm. Aber es ist natürlich, man kauft eben diesen zusätzlichen Wert, die Nachhaltigkeit, die Langlebigkeit, die Qualität und auch ein schönes Objekt. Es gibt Leute, die stellen sich das ins Wohnzimmer. Ja, das sieht ja jetzt auch hier wunderschön aus, aber wie funktioniert das eigentlich? Wie komme ich denn hier dahin, dass ich so ein tolles Flugzeug dann habe? Ja, also das Prinzip ist eigentlich relativ einfach. Wir haben verschiedene Blöcke, mhm, und dann sozusagen Stifte. Diese Stifte werden in den Block gesteckt und dann kann man die Blöcke zusammenbringen. Wir haben ein zweites Paar, längere Stifte, mhm, auch, also die kurzen mit dem Schlitz, das sind die Verbindungsstifte, mit denen man die einzelnen, ja, Blöcke verbinden kann. Oder auch Latten, wie Sie hier sehen. Und dann gibt es, um ein bisschen mehr Vielfalt und Dynamik reinzubringen, auch längere Stifte, die sich dann drehen lassen. Ah, okay. Mhm. Und mit denen kann man dann Räder dran machen und dann eben dadurch Bewegung, Dynamik, hier kann der Propeller, das Fahrzeug, das rollt dann. Und das ist eigentlich, eine relativ simple und einfache Idee. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Ist es ein Unisex-Spielzeug, also sowohl für Mädchen als auch für Jungs? Oder sagen Sie, da geht eher die Tendenz zum einen oder zum anderen Geschlecht?
es geht klar die Tendenz zu den Jungs, es ist ein Konstruktionsspielzeug und ich denke, es geht relativ klar die Tendenz zu den Jungs, wobei wir das nicht als solches darstellen wollen, weil wir wollen auch den Mädchen, eben, die sich dafür interessieren, die Möglichkeit geben, ohne irgendwelche Vorurteile damit spielen zu können. Ich danke Ihnen jetzt erstmal ein bisschen. Ja. Ich finde das ganz, ganz großartig, ja, auch die mich. Philosophie, die hinter Ihnen, Ihrem Produkt steckt. Und ich wünsche Ihnen auch sehr, sehr viel Erfolg. Und ich hoffe, wir sehen uns ja auch nächstes Jahr auf der Messe wieder und was Sie dann alles zu berichten haben. Vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall. Vielen Dank Ihnen.